Könnte Tesla gezwungen sein, die Bitcoins, die sie halten, zu verkaufen? Während ich mir vorstellen kann, dass einige von euch sagen, ja, da sind die FED dahinter und die US-amerikanische Regierung und Verschwörungen. Nee, es ist etwas ganz anderes, was dennoch sehr wichtig ist, was Tesla dazu bringen könnte, Bitcoins zu verkaufen und was sogar zu einer Kaskade führen könnte. Und auf der anderen Seite, falls dieses Problem behoben werden kann, dann kann es auch dazu führen, dass mehr S&P 500 Unternehmen prinzipiell sich für Bitcoin entscheiden könnten. Was das ist und was sich ändern müsste, das wollen wir in dieser Ausgabe miteinander besprechen. Folgendermaßen, Elon Musk hat ja ein wirklich seltsames Verhältnis zu Bitcoin, zu Kryptowährungen, aber auch zu Twitter-Community und natürlich auch zur Krypto-Community. Einst der gefeierte Held, jetzt sehr verhasst von Anonymous sogar bedroht worden. Und zuletzt hat er dann wieder etwas Positives getwittert. Einige haben gesagt, ja, er möchte sich mit Anonymous nicht anlegen. Er hat ja gesagt, für den Fall, dass die Miner mehr als 50% erneuerbare Energien nutzen, um Bitcoin zu minen, würde Tesla wieder Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Und das hat dazu geführt, dass der Bitcoin-Preis wieder deutlich sich von der 30.000 erholen konnte und in Richtung 40.000 gelaufen ist. Das kann tatsächlich auch starkes Eigeninteresse sein. Jetzt würde ich sagen, natürlich, der besitzt doch Bitcoins. Also wovon reden wir denn eigentlich? Ja, wir reden nicht nur davon, dass er Bitcoins besitzt, sondern wir reden davon, dass er ein anderes Problem haben könnte. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Damals, als Tesla Bitcoin gekauft hat, da haben sie in der Ankündigung gesagt, sie haben Bitcoin gekauft, um die Bargeldreserven zu diversifizieren und ihre Renditen zu maximieren. Bargeld ist das Stichwort. Und Bitcoin ist ja nicht das einzige Unternehmen, was in Bitcoin investiert hat. MicroStrategy deutlich mehr und auch deutlich mehr des Bargelds und sogar auf Pump. Und da sind wir genau beim Thema. Wenn Unternehmen in den USA Bitcoin kaufen, das heißt ihr Cash nehmen und das in Bitcoin umwandeln, dann passiert buchhalterisch Folgendes, wie Wall Street Journal zuletzt berichtete. Das ist dann nicht mehr Cash und es ist auch nicht Cash-äquivalent, sondern es ist immaterielle, sonstige Vermögenswerte mit unbegrenzter Laufzeit. Und buchhalterisch wird Folgendes vorgeschrieben. In dem Augenblick, in dem der Wert, was auch immer dieser immaterielle Vermögenswert ist, unter den Einstieg fällt, muss das buchhalterisch angerechnet werden. Jetzt würde ich sagen, oh, gut, dann wird es angerechnet. Ja, nur wenn es sich um diese immateriellen Vermögenswerte handelt, ist es so, dass man den aktuellen Wertverlust als Abschreibung in die Bilanz mit aufnehmen muss. Zum Beispiel müssen das Banken machen, wenn sie Kredite vergeben und sie glauben, dass diese Kredite faule Kredite werden und sie ihr Geld nicht zurückbekommen. Also müssen sie es als Verluste einbuchen. Und falls sie dann doch wieder erwarten, ihre Investitionen wieder zurückbekommen oder dass ihre Kredite zurückgezahlt werden, dann können sie diese Verluste, die sie reingenommen haben, wieder rausnehmen. Das heißt, für den Fall, dass Bitcoin stärker fällt und dadurch, dass ja Tesla am Ende des ersten Quartals gekauft hat, also um und bei 30.000, 33.000, 32.000 der Einstieg gewesen ist und sie etwa 1,3 Milliarden umgerechnet an Bitcoin halten, ist Folgendes ganz wichtig. Falls Bitcoin unter die 30.000 fällt, ist Tesla gezwungen, eine Abschreibung zu tätigen. Und das kann zum Beispiel, wenn Bitcoin unter die 30.000 fällt, auch schon 100 Millionen bedeuten. Und wenn man sich klar macht, dass Tesla zum Beispiel in einem abgelaufenen Quartal unabhängig von den Bitcoin-Gewinn 500 Millionen Gewinn gemacht hat und sie aber auch sehr viele Investitionen tätigen und es für Tesla auch wichtig ist, dass sie Cashflow positiv sind, aber auch Gewinne machen, dann kann die Bitcoin-Position im
in der Bilanz buchhalterisch ein Problem machen, weil man immer wieder die Verluste ausweisen muss, und zwar für das Unternehmen. Und das spielt eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, andere S&P 500 Unternehmen werden sich sagen, naja, wenn ich Pech habe, dann kaufe ich und dann fällt es um 50%. Das bedeutet also, dass ich 50% Abschreibung tätigen muss und dann habe ich echt schlechtes Ergebnis, was ich da vorweisen muss. Und dann ist es auch so, dass die CEOs natürlich rechtfertigen müssen, wie das zu einer so hohen Volatilität kommt. Jetzt unabhängig davon, das ist jetzt meine Meinung, aufgrund der Tatsache, dass Elon Musk jetzt das ESG-Thema so stark thematisiert hat bei Bitcoin. Und ich kann euch sagen, Hot Topic Nummer 1 bei den Quartalszahlen in den USA beim S&P 500 Unternehmen, bei den S&P 500 Unternehmen war Inflation. Zweites Thema ESG. Ich glaube kaum, dass S&P 500 Unternehmen gerade bei dem Problem und der Wichtigkeit der Dekarbonisierung oder Dekarbonisation, was sie alle durchführen müssen, sich leicht tun, jetzt in Bitcoin reinzugehen, weil Elon Musk das jetzt so publik gemacht hat. Und dazu kommt eben auch noch das buchhalterische Problem. Jetzt ist etwas anderes für mich ganz wichtig. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, MicroStrategy hat ja teilweise die Einkäufe sogar jenseits auch der 40.000 und um die 30.000 getätigt, teilweise deutlich tiefer, um die 17.000. Auf alle Fälle weiß ich jetzt nicht, ob zum Beispiel MicroStrategy die gesamten Investitionen als Durchschnitt nehmen kann oder ob es als unterschiedliche Investitionen gesehen werden, bei dem die Verluste tatsächlich als Abschreibung nochmal getätigt werden müssen und ob das zu einer Kaskade kommt. Und deswegen muss man eins ganz klar sagen. Elon Musk hat, und das war schon, als er Dogecoin und Bitcoin und Co. nach oben gebracht hat, einen Interessenskonflikt gehabt. Und er hat weiterhin einen Interessenskonflikt. Ich finde es nur bedauerlich, dass als er Bitcoin und Kryptowährungen nach oben gebracht hat, alle gesagt haben, yo, go Elon, finden wir total super. Jetzt, wo es nicht so hilfreich ist für die Kryptowährungen, habe ich sogar für einen Kommentar, habe ich in einem Kommentar gelesen, hat einer geschrieben, es müsste jetzt mal aufhören, dass die Elon hier den Bitcoin-Preis manipuliert, jetzt manipuliert ist, und hoffentlich wirkt das, was Anonymous gemacht hat. Ich glaube, wir brauchen da eine klarere Regelung, und das brauchen wir aber nicht nur bei Elon Musk und Bitcoin, sondern das brauchen wir auch zum Beispiel, wenn es um Meme-Stocks geht oder wenn es zum Beispiel um Specs geht. Da werden Tweets auch durchaus bewusst eingesetzt, um so etwas zu bewegen. Buchhalterisches Problem. Falls das buchhalterische Problem gelöst wird, glaube ich auch, dass es für S&P 500 Unternehmen leichter sein kann. Das heißt, man kauft es als Cash-Reserve und man hat die Möglichkeit, Bitcoin auch als Cash-Reserve zu halten. Und dann muss man nicht Verluste abschreiben, falls der Wert runtergehen sollte. Damit gesagt, schauen wir uns dann auch jetzt gemeinsam die Charts an. Moin liebe Trader, auch von meiner Seite. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und heute an dieser Stelle Hamid vertreten, der in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Und wir schauen auch direkt auf die aktuelle Situation bei Bitcoin. Wir fangen an im Wochenchart und sehen, Bitcoin hat hier im Wochenchart eine Konsolidierung uns gezeigt und mit dieser aktuellen Wochenkerze, die ja erst am Montag angefangen hat, mit dieser Bewegung sehen wir, dass die Tiefs im Moment getestet werden. Es kann ja auch sein, dass die Woche am Ende dann wieder positiv verläuft und am Ende nur so ein Schatten wie zum Beispiel hier auch realisiert wird. Das ist eben noch nicht klar. Wir sehen aber auch, dass Bitcoin in den Bereich von Unterstützungen läuft. Zum einen psychologisch wichtige 30.000 US-Dollar Marke, auch diese bereits schon angesprochenen Tiefs. Die wurden im Übrigen ja auch mit mehr Volumen gekauft, sieht man jetzt in dieser Einstellung nicht so gut. Und es ist im Bereich der 61% dieser gesamten Aufwärtswelle, die ja im Herbst letzten Jahres gestartet ist, die ist im Moment bei 30.800, also auch nicht weit entfernt von der aktuellen Kursnotierung. Worauf es jetzt aus meiner Sicht ankommt, ist die Frage, ob es den Bullen gelingt, diese Unterstützungen nachhaltig zu verteidigen. In dem Fall muss ich auch noch einmal kurz noch den Hinweis geben. Wir sind bei einer anderen Kryptowährung auf der Long-Seite aktiv. Das heißt, es kann auch sein, dass ich mir das nur wünsche, dass wir hier starke Unterstützungen haben und der Kurs doch bitte steigen soll. Das nur als Risk-Disclaimer. Wir sehen also die starken Unterstützungen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch gut erkennbar, dass es hier eine Abwärtsbewegung gab.
die jetzt bärisch konsolidiert wird. Die Frage also, kann man denn jetzt sagen, das ist eine Stange, das ist die Flagge dazu, falls er durchbricht, dann Short. Aus meiner Sicht ist es noch zu früh, zum einen, weil die Unterstützungen klar zu benennen sind, zum anderen auch, wenn man die Stange ein bisschen größer fasst und hier von Mitte April kommt, dann ist auch das Verhältnis von Stange zu Flagge aus unserer Sicht noch zu kurz. Eine neue Situation hätten wir, falls es den Bullen nicht gelingen sollte, von dieser Unterstützung sich wirklich nachhaltig zu lösen und in den nächsten kommenden Tagen, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, hier wirklich liegen zu bleiben, dann würde man tatsächlich erkennen können, die 30.000 wird von den Bären deutlicher getestet. Wenn dann der Kurs durchfällt, falls der Kurs dann durchfällt, dann müssten wir uns wieder über Shorts unterhalten und uns Gedanken machen, wo wir gegebenenfalls was auf der Short-Seite handeln können. Ansonsten sehen wir die Unterstützungen und damit wünsche ich euch einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne in den Kommentaren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Mehrwert aus diesem Video gezogen habt, gerne ein Like, gerne ein Abo dalassen. Freut mich, wenn euch das gefallen hat. Macht's gut, bis dann.